So, danke fürs Einschalten. Jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Zum Thema Kevin. Hat ein bisschen gedauert, aber ich muss das erst auch alles ein bisschen realisieren und mich ein bisschen sammeln. Die meisten von euch haben das schon mitbekommen über Instagram. Vermutlich, dass der Kevin verstorben ist. Am Sonntagmorgen gingen so die ersten Stories los auf Instagram. Und wann habe ich es erfahren? Auch zu dem Zeitpunkt. Ich hatte an dem Samstag mit dem Johannes Eleftherialis nochmal geschrieben und gefragt, ob er was von Kevin gehört hatte, weil mit Kevin habe ich an sich bestimmt so jeden zweiten Tag geschrieben. Genau für die, die nicht wissen, ich habe für Kevin seit einem Jahr ungefähr die Videos gemacht, gecuttet. So ungefähr seit einem Jahr und davor hat er das immer mit dem Gotti gemacht. Und dementsprechend haben wir auch viel geschrieben. Und genau, dann habe ich den Johannes gefragt, ob er was von Kevin mal gehört hatte. Ich hatte den Kevin noch abends noch angeschrieben, da war keine Antwort gewesen. Und sagte der Johannes zu mir, ruf ihn doch mal an. Da war es aber schon relativ spät und dann habe ich Johannes gesagt, ich rufe den mal am Sonntag an. Gut, dann Sonntag früh bekam ich dann die Nachricht von Matze Quattro, Matze, ein Freund von mir. Und dann meinte er, es tut mir leid wegen der Verlust eines Freundes und so weiter. Dann war ich erstmal ein bisschen geschockt, habe ihn nochmal angeschrieben, den Matze, und hat mir erzählt, dass der Robin ist ein Athlet, der schon länger bei Kevin ist, auch ein gutes Verhältnis mit ihm hat, soweit ich weiß. Und genau, der Yannick hat mich dann auch angeschrieben. Ja, und so habe ich es dann erfahren. Dann habe ich die Person angerufen, die das alles so ein bisschen mehr mitbekommen hatte. Und die hat mir das dann alles erzählt. Ne? Dann war ich natürlich auch ein bisschen geschockt erstmal. Habe als erstes den Johannes angerufen, wo ich auch erstmal nichts aus meinem Mund bekommen habe. Ja, und das hat auch den Johannes natürlich tief getroffen halt. Ne? Wir hatten so dritt echt ein gutes Verhältnis gehabt so. Wir auch unsere Podcasts immer regelmäßig gemacht haben. Auf freundschaftliche Ebene alles. Ne? Also wir hatten wirklich ein super Verhältnis. Wir haben auch viel über private Sachen gesprochen und so. Den Kevin habe ich kennengelernt. Also den kannte ich ja vorher schon nur als Sportler. Aber wo ich ihn ein bisschen besser kennengelernt habe, das war dann über seinen Athlet Yannick, wo wir in Prag waren, wo wir da ein bisschen gefilmt haben. Und Kevin ist da gestartet und über Yannick haben wir dann auch mit Kevin was gedreht. Und wir waren auch abends noch vor der Meisterschaft mit Kevin. Mascha, Samson Dauder war dabei und seine Frau Yannick und seine Freundin waren zusammen essen. Und ab da war das Verhältnis eigentlich mit Kevin ein bisschen besser da. Und seit einem Jahr noch verstärkt. Wir waren ja zusammen mit Yannick und Kevin in Vegas gewesen. War eine coole Zeit, wir waren 2 Wochen da, wo Kevin in Vorbereitung war. Eigentlich inoffiziell, weil Kevin eben auch keine Lust mehr hatte, Leute zu erzählen, dass er in Vorbereitung ist, weil immer kam irgendwas dazwischen, krankheitsbedingt mal was in den Magen und so weiter. Und das macht dann keinen Spaß, wenn man sich immer dann rechtfertigen muss, warum man doch nicht starten kann, weil oft immer dann blöde Kommentare kamen. Und der Kevin war durch und durch Wettkampfathlet, der hatte Lust auf Wettkämpfe. Er wollte einfach sein Bodybuilding machen. Und ihm ging es auch gar nicht unbedingt immer darum, bei den Profimeisterschaften jetzt irgendwie den Ersten zu machen, auch wenn man darauf trainiert hat mit der Einstellung. Aber der wollte einfach sein Bodybuilding machen, mit den Wettkampfprofis auf der Bühne stehen, den Lifestyle-Leben so gesehen, das war so sein Ding. Was genau passiert ist und warum er verstorben ist, so hundertprozentig wissen wir es noch nicht. Es gibt inzwischen so Vermutungen. Aber eins möchte ich sagen, das hätte jeden treffen können, der mit dem Sport nichts zu tun hat. Den Muskelabriss, das haben ja viele mitbekommen. Das war auch ein Grund, warum ich mir auch erstmal Sorgen gemacht habe, warum ich von ihm nichts gehört habe, weil ich dachte mir, mit 120 Kilo auf Krücken zu Hause kannst du halt schnell mal ausrutschen. Kann alles Mögliche passieren. Ich hätte mir auch damals angeboten, ins Krankenhaus zu fahren, nach München. In München wurde er operiert. Hab ihn aus München abgeholt, von Gütersloh nach München.
dann nach Witten gebracht, ihm hochgeholfen. Er wohnt ja im zweiten Stock. Ist auch ein bisschen kacke, wenn du dann abgerissen Beuger hast und du. Das macht halt nochmal einen Unterschied, ob du dann 80 Kilo wiegst oder 120 Kilo. Also, wie gesagt, wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis, wo wir über alles reden konnten. Kevin war immer hilfsbereit. Jeder, der Kevin kennengelernt hat, wird, glaube ich, gar nichts Schlechtes sagen können über Kevin. Er hat nie schlecht über andere gesprochen, aber wie gesagt, immer hilfsbereit, hatte immer ein offenes Ohr. Er war ein gerader Typ, er würde oder hätte nie bei jemandem geschleimt, nur damit er mit jemandem was drehen kann, kooperieren kann, für mehr Reichweite oder so. Der hat sein YouTube gemacht, sein Instagram, so wie er Bock hatte. Aber er hätte jetzt nie irgendwie, wie gesagt, bei jemandem extra geschleimt, um noch mehr Klicks zu bekommen, indem man mit anderen kooperiert oder so. Was nicht ganz unüblich ist, sage ich jetzt mal in der Szene, muss ich auch dazu sagen. Ja, er wollte einfach nur sein Bodybuilding machen. Er wollte nicht einfach in Ruhe gelassen werden, seinen Sport machen. Ne? Ein paar gute Leute um ihn herum und genau. Er war auch schon. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich alles erzählt habe und was nicht, weil das ist das zweite Mal, dass ich jetzt. Ich drehe es ohne Konzept. Ich habe es vorhin schon einmal gedreht, aber das kommt jetzt noch einmal weg. Kevin war auch schon längere Zeit off gewesen. Er war einer der. Inzwischen machen ja alle Blutbilder und so weiter, die Wettkampfathleten. Aber Kevin war einer, der es noch ein bisschen genauer gemacht hat. Er hat noch regelmäßiger Blutbilder gemacht als andere. Er hat nicht so Blutbilder gemacht, er hat sich auch richtig checken lassen mit EKG und Ultraschall und so. Und gesundheitlich war eigentlich bei ihm alles in Ordnung. Der hat erst kürzlich halt sich komplett abchecken lassen. Mit dem Herz war alles in Ordnung gewesen. Umso mehr ist es dann natürlich ein Schock, wenn was passiert. Natürlich kann immer irgendwie was sein. Und da hatte ich damals mal schon 10, 15 Jahre her im Forum mal sowas gelesen wie, das ging ungefähr so, da sagte der Bodybuilder zu dem Nicht-Bodybuilder, ja, wenn du an einem Herzinfarkt stirbst, dann heißt es, oh, der arme so und so. Wenn ich an einem Herzinfarkt sterbe, heißt es ja, liegt am Stoff. Davon abgesehen hatte jetzt Kevin keinen Herzinfarkt, aber so ein Beispiel. Sobald der Profisportler irgendwie was hat, heißt es ja, das liegt an dies und das daran. Ne? Jeder kann was haben und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe, aber ich glaube, wenn die Geschichte mit dem Beinburger-Abriss nicht gewesen wäre, dann wäre alles nicht passiert gewesen. So viel will ich dazu sagen. Mir tut es halt auch für seine Angehörigen leid. Auch der Yannick, der war, soweit ich weiß, 5 Jahre bei Kevin. Seitdem er 17 ist, das ist dann nochmal was ganz anderes. Wenn du in jungen Jahren 5 Jahre lang engen Kontakt mit deinen Athleten hast, der war auch. Der Kevin war für den Yannick auch nicht nur ein Coach, sondern auch ein Freund. Er sollte auch, soweit ich weiß, ein Trauzeuge werden. Die hatten das Ziel, eigentlich dieses Jahr, hat nicht ganz geklappt, aber Profi zu werden, also Yannick, und dass sie dann zusammen in New York starten. So, das war so der Masterplan. Das macht mich auch noch ein bisschen traurig, dass es jetzt nicht so geklappt hat und dass es auch in Zukunft dann nicht mehr zusammenklappen wird. Der Yannick hat sich schon viel geschafft mit Hilfe von Kevin und es ist schade, dass sie das nicht zusammen jetzt sehen können, dass er eine Profilizenz immer mal erhält und dass sie zusammen starten können. Ja, Kevin wollte einfach nur sein Bodybuilding machen und war echt ein super Typ gewesen. Ein sehr angenehmer Typ. Eine ruhige Art, eine ehrliche Art. Hilfsbereit war der gewesen. Ich hoffe, dass. Also, ich werde auf jeden Fall noch so ein Tributvideo machen. Ein Video zusammenschneiden mit dem Material, was ich von Kevin habe. Und ich hoffe, dass unter diesem Video und unter das andere Video, was noch kommen wird, keine blöde negative Kommentare kommen werden. Und wenn doch, sage ich ganz ehrlich, werde ich hier direkt löschen. Man sollte, wenn jemand verstorben ist, ein bisschen Respekt zeigen. Und das hat man unter verschiedenen Beiträgen auf Instagram gesehen, dass das manche anders sehen, dass teilweise echt blöde Kommentare da waren. Ein paar muss ich schon löschen. Und ich bin auch ein bisschen traurig. Ich weiß, am Ende interessiert sich jeder nur für sich selber. Und jeder macht so sein Ding. Aber ich finde es traurig, dass
dass wenn man auf Instagram schreibt, ich hatte ein gutes Verhältnis mit dem oder so und so, Kevin, rest in peace, und dann plötzlich direkt als nächster Beitrag so Werbedinger kommen. Hatte eine Person zum Beispiel auf Instagram ein Bild von Kevin gepostet in der Story, was ich natürlich cool fand. Und dann kommt dann als nächste Story sowas wie, ja Leute, Gesundheit ist wichtig, deswegen hier bestellt diese Supplements für die Gesundheit mit dem Code so und so, wo ich gedacht habe, so, da wird mir schon ein bisschen schlecht, wenn ich sowas sehe. Ich so, dann post doch an dem, ne, es macht gar nichts mehr an dem Tag, so, weißt du, also wenn du mit Kevin ein gutes Verhältnis hattest, dann, oder irgendwie so, rest in peace Kevin, hin und her und dann direkt als nächste Story, ja, das ist meine Morgenroutine, bla bla bla, wo ich mir denke, so, ich hätte es cooler gefunden, wenn man dann einfach mal dann nach so einem Beitrag oder nach so einem Post, was cool ist natürlich hier mit Kevin, dass man dann gar nichts mehr postet oder so halt, ne? Aber gut, das ist halt die Szene. Genau. Und man wird auch schnell vergessen leider, das sieht man bei Paul Polocek. Gut, mit Paul Polocek hatte ich halt gar kein Verhältnis gehabt. Ich habe ihn nie wirklich kennengelernt, so richtig. Aber so schnell, wenn man in der Szene da ist, so schnell ist man auch wieder weg. Leider. Allerdings wird Kevin immer in Erinnerung bleiben für mich und für viele andere im positiven Sinn. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich schon alles gesagt habe. Manche Sachen habe ich schon im ersten Video gemacht, gedreht oder erzählt und genau. Also richtig realisiert man es irgendwie immer noch nicht. Ne, normalerweise würde ich zwischendurch mit Kevin schreiben, hey, so und so. Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, brauchst gar nichts zu schreiben, weil er wird das halt nicht mehr lesen. So, ja, ich wollte mich einfach nochmal zu der Sache ein bisschen kurz nochmal äußern. Und genau, und dass er verstorben ist, wie gesagt, liegt nicht an den Supersubs. Natürlich sind die Supersubs nicht gesund. Was ich mitbekommen habe, lag es nicht daran. Genau. Danke fürs Einschalten. Schreibt gerne was Nettes über Kevin, falls ihr ihn kennengelernt habt. Oder kanntet. Oder was auch immer. Und